Ach ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich glaube sogar zwei schlechte Nachrichten, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber die gute zuerst. Die gute, das mit den Barrels funktioniert doch. Also mit den Barrels und den Item Ducts und der Automatisierung, das können wir alles gleich schön vereinfachen. Man muss nur immer darauf achten, dass man Barrels nur von oben befüllen kann. Was hier auch irgendwie Sinn macht, denn oben ist das Loch von dem Barrel. Wo man sie nur von außen entleeren kann. Von den Seiten kommen dann Flüssigkeiten. Also wenn ich mir gleich die Zeit dafür nehmen können, wird das hier einigermaßen automatisieren, dass wir einfach von unten, wo wir mal machen, das tauschen wir über die Seiten. Nee, keinen Dirtblock da hinsetzen. Dich entriegeln wir mal. Dich packen wir da rein. Dich füllen wir mal. Dich riegeln wir. So, also dass er hier oben das rausnimmt. Von oben die Barrels befüllt. Das heißt, wir müssen sie alle eins höher setzen, was ja nicht wirklich das Problem ist. Und dann von unten das Ganze abzieht und dann unten in das Barrel da reinpackt und da kommt dann Dirt rein. Das heißt, wir könnten oben theoretisch auch 1, 2, 3 Barrels machen mit anderen Sachen, die wir ab und an mal einfach zu Dirt verwandeln wollen. Und dann werfen wir im Vorbeigehen das Zeug. Egal. Also wir schmeißen denn das Zeug, was wir zu Dirt haben wollen, einfach da rein. Und die Maschine, in Anführungszeichen hier, ist es denn ja eigentlich, macht nach und nach daraus für uns das Dirt. Wir müssen uns gar nicht drum kümmern. Das ist echt super. Aber gut, erstmal sagen wir mal 5 Barrels. Das müsste eigentlich schon reichen. Weil, ne? Ist ja nur eine Frage der Zeit. Wir müssen ja nicht alles instant haben. Wir sind ja ein ruhiges Völkchen und so. Ja, also, wir brauchen Item Ducts und eventuell noch mehr Schalter. Aber jetzt kommen wir zur schlechten Sache. Hier werden keine, ich wiederhole, keine Kühe drauf spawnen. Wenn ich den Kommentaren trauen darf, und das kann ich meistens, denn ein River-Biom zählt nicht als Gebiet, wo Kühe spawnen. Was das Ganze jetzt sehr, sehr doof macht, denn ich habe jetzt drei Plattformen, auf denen nicht das spawnen, was spawnen soll. Also bei der einen wusste ich es ja recht schnell, bei der anderen war es einfach nur fies, wegen der Brücke und dem Biomwechsel bei einem Feld hinter der Brücke. Aber hier bin ich echt davon ausgegangen, weil River-Biom hatte ich in Vanilla schon öfters gesehen und ich war mir auch ziemlich sicher, dass da Kühe sind, aber. Na gut, lassen wir erstmal da und hoffen, dass vielleicht keine Kühe spawnen, sondern irgendwas anderes, was wir gebrauchen können. Aber dann müssen wir uns was anderes suchen. Ein anderes Biom. Problem ist halt nur, dass wir haben nur River, Desert und das war's. Hier ist nichts anderes. River, Desert. Desert, River. Nix. Also müssen dann irgendwo in irgendeine Richtung ganz langen Gang bauen und hoffen, bis wir auf das richtige Biom treffen. Und da bauen wir dann unsere Farm auf. Was auch ein bisschen doof ist. Wobei Tiere spawnen auch nur in einem Abstand von 20, 30 Blocks. Also macht sogar Sinn, das etwas weiter weg zu machen. Was haben wir hier? River, River, River. Oh, hey. Ja, ganz ruhig. Also ja, gucken wir mal. Entweder von hier geradeaus oder von der Plattform da im Norden, die wir noch nicht fertig gebaut haben, von da aus dann geradeaus nach Norden. Also ein Ableger quasi von unserer 3x3-Plattformen-Geschichte. Oh ja, das ist doof. Das ist echt doof. Das hier ist gut. Schön viel Metall ist immer gut. Aber jetzt hätte ich gerne Item Duct, Item Duct. Ich brauche mehr Item Ducts. Mehr Kupfer. Kupfer da rein. Nom nom. Nom 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 nom. Komm. So. Also Tin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blei. 1, 2, 3. Du da, du da, du was, du da, du da. Mehr Item dazu. 23 Stück. Bei 5 oben, 5 unten und die Verbindung zu dem Barrel. Ja, das müsste hinhauen. Wie schaut es mit Schaltern aus? Torch. Ja, Torch können wir auch mitnehmen. Schalter kommt mit. Eisenklumpen bleibt da. Du füllst dich langsam mit Zeug und noch einem Schalter. Ein Grassamen, ja. Ja, nee, gut. Okay, also das machen wir jetzt mal fix.
Also raus, 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 raus. Einmal, 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 einmal. Ein paar Mal drücken, das wird nochmal alles so. Die brauchen allerdings alle ein Redstone-Signal. Reicht das, wenn es am anliegenden Feld ist? Nein, es muss genau kreuzartig dran liegen. Schräg zählt nicht. Und ich könnte hier auch mit Redstone-Kabeln arbeiten. Die mag ich übrigens richtig gerne. Nee, nicht die. Die heißen jetzt irgendwie anders. Die heißen RedNet-Kabel. Ja, RedNet-Kabel. Die da. Die kann man auch an Wänden hochlegen und so. Braucht man Plastik und Redstone für. Ja, Plastikbäume. Noch ein Projekt, was wir demnächst angehen sollten. Ich hatte ja gesagt, wir wollen erstmal das mit dem Soul Sand automatisieren und dann das ME-System angehen. Ein Projekt, das wir parallel dazu auch noch machen könnten, wäre Harvester und Planter, damit die Baumfarm automatisiert wird. Das spart ja doch dann einiges an Zeit. Aber ja, erstmal hier zu Ende machen. Immer schön Schritt für Schritt, eine Sache nach der anderen. So. Dunk, 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 dunk. So, du brauchst jetzt auch ein Redstone-Signal. Kann ich die da ranpappen? Ah, das ist schade. Also die Better Barrels sind eine super Erfindung, aber bei manchen Sachen reagieren sie nicht so, wie man es gerne hätte. Als Double Schalter ranmachen kann ich jetzt nicht. Das heißt, ich muss jetzt irgendeinen Block da so randatschen und dann, na ja, gut. Du, da, Schalter, Klick. So, der müsste jetzt alle befüllen. Ah, da. Aha, es dauert nur ewiglich. Also nicht wirklich, so, aber es ist ziemlich zäh, wenn man es mit Handbefüllung vergleicht. Aber das System ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass man alles sofort instant bekommt. Das ist okay. Das heißt, wir machen jetzt hier noch einmal da Kabel drum. Machen dich weg. Und hoffen, dass das jetzt so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Also wir reißen hier Laub rein, bekommen unten irgendwann Dirt raus. Und das holen wir dann einfach bei Zeiten ab. Und aus den grünen Flächen, die wir jetzt überall hingebaut haben, da bauen wir dann einfach Farmen. Mache ich das hier mal weg. Fülle das nach und nach mit Dirt aus und dann ist gut. Und es ist sehr gut, dass wir da unsere Plattform haben. 5 Stück habe ich noch. 1, 2, 3, 4, 5. So. So. Die Netersand-Geschichte. Wo wollen wir die hinbauen? Erstmal noch. Bei den Farmen da hinten? Nee, ich weiß nicht. Im Keller, oder? Warum habe ich hier Gras hingestellt? So. Und es waren Leaves und kein Gras, ja. Also dieses zentrale Ding hier ist hier momentan noch unser Alleskönner. Das wird später alles ausgelagert mit Energiegewinnung und Lava und was weiß ich. Das heißt, hier können wir auch gleich den Soulcent-Typen hinsetzen. Also, du bekommst ein Item-Duct unten. Da wird es rausgezogen. Ein Barrel. Dann bekommst du ein Autonomous Activator an der Seite. Ein Fluiduct an der Seite. Oh, oder wir können gleich einen Aqueous Accumulator dahin bappen. Da haben wir doch auch einen irgendwo, oder? Das ist der Igneous Extruder, das ist der Cobblestone Generator. Aber ein Wassergenerierer hatten wir doch auch schon irgendwo gebaut, oder? Sieht irgendwie nicht so aus. Also, dann baue ich jetzt einen, auch wenn mich das gerade ein bisschen irritiert. Ein Aqueous Accumulator von Thermal Expansion. Braucht nichts wirklich Ungewöhnliches. Und schnappt sich aus der Luftfeuchtigkeit, also braucht nichts in der Nähe, ganz langsam Wasser. Und lagert das in einem internen Tank. Wenn man allerdings Source-Blöcke von Wasser, also nicht fließendes Wasser, daneben legt, produziert er schneller Wasser. Dass man auch schneller abpumpen kann, ohne dass der Source-Block irgendwie angetatscht wird. Das heißt, wenn man einen
Aqueous Accumulator in der Mitte hat und 4 Sourceblöcke außenrum und 1 Sourceblöcke unten drunter, kann man oben raus richtig, richtig schnell Wasser rauspumpen. Unendlich. Das ist irre praktisch. Und das Ding wollte ich gerne bauen. Dafür brauchen wir wieder Gold und Aluminium und Glas. Hatte ich davon nicht welche auf Vorrat gemacht? Nö. Sollte ich vielleicht mal machen. Und wir haben fast kein Aluminium mehr. Warte mal. Also unsere Schmelze wie immer zwischendurch entfüllen und befüllen und was weiß ich. Aluminium, Aluminium. Aluminium legiert mit ein paar Sachen und das ist alles voll hier. Gut. Das schmeißen wir mal alles zurück. Ich will mein Inventar gar nicht vollmüllen. Ich will lieber das Ding hier voll. So. Oh, das war doof. Weil jetzt nicht genug Kupfer drin, um das Ding voll zu befüllen. Also brauchen wir mehr Kupfer. Kupfer. Haben wir noch irgendwo Kupfer? Da ist Kupfer. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Kupfer, Kupfer. Kupfer. So. Also, ich muss mich darum kümmern, dass das Ding wieder mal komplett leer gemacht wird, damit ich gezielt das einschmeißen kann, was ich will. Alternativ könnten wir auch noch, damit ich mich jetzt nochmal von etwas ablenken lasse, von dem ich mich habe vorher ablenken lassen, könnten wir auch ein Furnace bauen. Und zwar ein Redstone-Furnace. Hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nicht den Verdoppler von der Smeltery. Aber dann können wir Sachen einschmelzen, wenn wir kurz eben brauchen. Wo wir nicht stundenlang warten wollen. Muss ich mir überlegen. Aber erstmal jetzt hier die Dinger, ne? Also machen wir die mit Eisen. Haben wir genug Eisen? Oh, Eisen ist auch mau. Yeah. Ja, nicht wirklich mau. Es muss noch alles eingeschmolzen werden. Ja gut, Copper, machen wir dich voll. Alternativ könnten wir auch mal mehr von diesen Abgießdingern bauen. Die Kiste, dann brauchen wir gar nicht mehr. Kann weg. Meine Köpfe können auch kurz weg. So, so. Dann mache ich hier 3 von den Smeltery Drains. Habe ich noch genug Seared Bricks? Wahrscheinlich nicht, ja. Ah, es artet jetzt in Arbeit aus und ich wollte so viele andere Sachen machen. Plastik. Smooth Stone, was zur Hölle? Ich arbeite lieber erstmal an dem anderen Ding da weiter. Wobei wir dazu den. Ja. Okay, wir stellen jetzt einen Machine Frame her. 4. Das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das war, glaube ich, andersrum. So, ne? So, 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 so. So, 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 so. Ja. Ein Machine Frame. Jetzt brauchen wir noch ein Pneu irgendwas. Akku. Pneumatik Servo war Redstone. Ach, Silber. Ja, wenn. Bronze können wir es auch draus machen. Und Aluminium. Was haben wir im Überschuss? Ich glaube, Silber benötigen wir nicht so häufig, oder? Silber. Nehmen wir mal davon ein paar. So. Redstone haben wir ja doch inzwischen schon was. Ah, das ist gut. Wir haben da so rumgekrebst am Anfang mit den Redstones und jetzt trudelt das richtig schön rein. Sehr beruhigend. Sehr beruhigend. So, also muss ich schon wieder gucken. Redstone in der Mitte. Silber, Silber. So, so. Pneumatik Servo. Okay, da brauchen wir noch einen Eimer. 2 Glas und Tin. Tin, Tin.